Ja, wie ist es jetzt mit dieser Hauptbedingung bei den Schwestern? Das ist ja ein großes Streitthema. Ich will jetzt auch hier nicht irgendwie, ihr kommt ja hier aus unterschiedlichen Gemeinden, habe ich gesehen, sind einige da heute. Ich kann nur sagen, wie das bei uns ist. Also wir nehmen die Stelle 1. Korinther 11 nicht als zeitbedingt, sondern so wie es da steht, aufgrund der Schöpfungsordnung, steht ja hier ganz klar geschrieben. Es wird heute oft im Zeitgeist entsprechend relativiert, also verwässert. Das kann nur für die Korinther gegolten und so wird oft gesagt, ja. Aber ich lese mal vor, was eigentlich da steht. 1. Korinther 11, manche haben das vielleicht noch nie gelesen. Ich habe es auch erst spät in meinem Glaubensleben entdeckt, muss ich zugeben. Im Studium hat man da nie was gehört, im Theologiestudium, von solchen biblischen Regeln. Aber in der Bibel steht es natürlich. Also 1. Korinther 11, ab Vers 2. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich denkt und die Überlieferungen haltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Also wir sehen, Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau. Und ich erkläre, Christus ist ja jetzt für uns unsichtbar. Und der Mann, wir sind aber sichtbar für unsere Frauen. Und deshalb, davon kommt jetzt das mit der Kopfbedeckung. Und es heißt nämlich, jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, beim Beten oder Predigen, ja, weissagen ist praktisch das Wort verkünden, der schändet sein Haupt. Also ich könnte jetzt hier nicht mit Kippa oder Turban stehen, das würde dem Wort widersprechen beim Predigen. Okay? Und umgekehrt gilt für die Frau, jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, die schändet ihr Haupt, denn es ist ein und dasselbe, als wäre sie geschoren. Also die Frau soll ihr Haupt bedecken, wenn sie betet oder weissagt. Weissagen soll sie aber nicht, also predigen vor Männern, das werde ich gleich noch erklären, das gibt es noch weitere Stellen, die das verbieten, sondern vor Kindern oder anderen Frauen. Das ist das, wo die Schwestern auch verkündigen dürfen und sollen, gemäß dem Neuen Testament. Und wir halten uns ja daran. Viele Gemeinden tun es nicht mehr, aber bibeltreue Gemeinden halten sich weiterhin daran. Und dann heißt es auch weiter, will eine Frau sich nicht bedecken, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, abgeschnittenes Haar zu haben oder geschoren zu sein, dann bedecke sie das Haupt. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Abbild und Ehre ist. Die Frau aber ist des Mannes Ehre. Nun haben wir hier zwei Ebenen. Einerseits das lange Haar, was der Frau zur Keuschheit gegeben ist. Andererseits die Bedeckung des Hauptes mit einem Hut oder Tuch oder was auch immer. Aber das Oberhaupt hier, der Mann ist ja Oberhaupt der Frau, also Oberhaupt, nicht nur ein Bändchen. Das symbolisiert, dass die Frau sich freudig und willig ihrem eigenen Mann unterordnet. Das sind diese zwei Stufen. Jetzt sagen manche, das sind ganz schlau und sagen, ja, das lange Haar reicht ja aus, das ist ja schon die Bedeckung, hier steht damit geschoren und so weiter. Aber das kann es nicht sein, nämlich aus dem Grund, wenn das nur das Haar wäre, ohne zusätzliche Bedeckung, was wäre dann für uns Männer notwendig, wenn wir unser Haupt nicht bedecken dürfen? Müssten wir alle mit Glatze sitzen und predigen. Ja, einige von uns haben eine Glatze, die dürften dann noch predigen, alle anderen nicht. Also ihr merkt, das stimmt, das kann nicht stimmen, es sind zwei Stufen. Das ist logisch, ja? Verstanden? Also es ist wirklich eine Bedeckung zusätzlich noch zu den Haaren bei den Schwestern. Also gut, ich hoffe, dass es verständlich war. Ich will das Thema jetzt nicht weiter ausdehnen. Und dann wird auch noch weiter begründet, auch mit der Schöpfungsordnung und mit der Sitte. Und zwar die Sitte, eben dass man das einhält, ja? Und nicht darüber streitet. Das ist mit dieser Sitte gemeint. Und nicht, dass diese Sitte abgeschafft würde, wie es manche rumdrehen, das Wort. Gibt es auch solche Ausleger oder Einleger, die dann wirklich es schaffen, genau dieses Wort ins Gegenteil zu verdrehen. Das ist unglaublich. Einer ist ein Professor mit 3 Doktortiteln, der schon vor Jahren ein Buch darüber geschrieben hat, der Kampf des Paulus gegen den Schleier. Völlig paradox, was der da schreibt. Er dreht es genau auf den Kopf. Ist inzwischen Generalsekretär oder theologischer Leiter der weltweiten evangelischen Allianz. Solche Leute kommen dann an die Schlüsselstellen. Da hat noch andere Dinge gemacht, die ich jetzt nicht aufzählen will. Das wirkt jetzt gering, aber mit den kleinen Dingen fängt es ja schon an, wenn man das Wort nicht mehr ernst nimmt. Ja, liebe Geschwister, davon hängt das Heil nicht ab, natürlich nicht. Es ist eine Erkenntnisfrage, aber auch eine Gehorsamsfrage. Wenn ich diese Stelle lese und auch verstehe, viele haben es ja gar nicht gewusst, wir sind ja auch barmherzig da miteinander, aber wenn ich das lese und verstehe, ist es genauso ein Gehorsamsschritt wie die Taufe.